weiter geht's. Ja. Kommen wir jetzt hier runter? Ich hab ne Idee. Haha. Ganz ehrlich, wenn wir schon den Palast freigeschaltet haben, dann gehen wir doch zuerst hin. Würde ich jetzt sagen. Zur Wahrsagerin gehen wir dann danach. Ganz sicher. Sehr sicher. Hundertprozentig. Glaube ich. Noch nichts entdeckt. Oh, der Alarm ist ja schon weg. Okay. Nur blöd, jetzt einen neuen auszulösen. Und tschüss. Oha, das geht da jetzt aber hoch. Das ging sehr hoch. Kein Rückkehrsorb? Nee, schade. Oh, wir sind mehr als nur hoch. Wir sind... Ja. Was für eine Aussicht. Moment, das kann man so besser genießen. Ich glaube, da hinten waren wir noch nicht. Da ist die Stadt. Man sieht nicht mal mehr Bürger, weil wir so hoch sind. Da hinten ist, ich habe keine Ahnung, was das da hinten ist. Aber okay. Das kriegen wir hin. So, darüber darf man, glaube ich, nicht. Aber hier. Ja, okay. Also hier möchte man wirklich ungern runterfallen. Oh! Zu spät gesehen. Ich glaube, mit der gelben Waffe ging das gar nicht. Also das Geschütz kaputt machen. Aber mit der roten ging das. Okay. Ist hier noch Leben drin? Ja, sogar zwei. Wow. Ich habe Angst, dass ich hier runterfalle. Uah. Ich möchte hier nicht runterfallen. Da frage ich mich gerade, wer baut eigentlich sowas? Es ist ja praktisch dazu eingeladen, dass man hier rüber geht. Hm. Also wer das baut... Oh. Ja. Was mache ich denn? Ja gut, noch einmal treffen und ich bin tot. Das lief nicht so toll. Ich habe doch gesagt, bis zum Ende der Woche bekomme ich mehr Echo. Wir bringen es direkt zu eurem Nest, wie versprochen. Der Deal ist gestorben, wenn du deinen Teil nicht erfüllst, mein lieber Baron. Meine Geduld geht langsam zu Ende. Bring mir die vereinbarte Menge Echo, sonst muss deine geliebte Stadt den Preis dafür zahlen. Er spielt mit uns. Lasst mich das Nest angreifen, bevor es zu spät ist. Ich kann ihn besiegen. Geduld, Kommandant. Niemand ist je ins Metallschädelnest vorgedrungen, wie du weißt. Ich habe erlebt, was aus solchen Versuchen wird. Nein. Stärke ist ihre Schwäche. Wir stellen uns hilflos, bis sie uns aus der Hand fressen. Und dann weiter mit unserem Plan. Ashlyn soll die Patrouillen verstärken. Das Grabmal muss gefunden werden. Aber eure Tochter ist in letzter Zeit so eigenwillig. Darum werde ich mich kümmern. So oder so. Ashlyn ist die Tochter des Barons?
und finde das Kind. Wenn du nur halb so intensiv nach dem Bengel suchen würdest, wie du mit dieser Mechanikerin flirtest, hättest du seinen königlichen Hintertroll längst festgenagelt. Wie ihr wünscht. Mit genug Überzeugungskraft kann ich unseren Spion bestimmt. Was war das? Das war knapp, Dexter. Mit Munition wird's gerade sehr knapp. Es war so klar. Da! Wir haben wohl eine Ratte im Gemäuer. Sogar eine Ratte samt Herrchen. Habt ihr noch nicht genug dunkles Echo abbekommen? Erlaubt mir, dass ich eurem Elend ein Ende bereite. Granate! Okay, normalerweise würde ich bis zum bitteren Ende kämpfen. Aber wir haben weder kaum Munition, noch Leben. Da ich mich noch ein bisschen an den Kampf hier erinnere, weiß ich, dass die Kisten, wo die Munition drin war, eigentlich immer neu spawnen, aber jetzt sind wir tot. Ich sehe ihn nicht. Verdammt. Ich glaube, das wird nichts. Wir brauchen mehr Munition. Warum muss ich ihm überhaupt hinterher? Kann ich nicht einfach abhauen? Kann ich nicht hier wieder zurück? Anscheinend nicht. Oh, Entschuldigung, bin gegen das Mikro gekommen. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Und ich hoffe, dass wir das schaffen. Er muss seine Munition aber auch immer wieder aufladen. Okay, es wird knapp. Munition wird knapp. Leben geht gerade noch so. Okay, noch ein Lebensbalken hat er. Ich wusste, dass diese Teile kommen. Das war nicht sehr schlau. Er ist ein... Oh, dass er nochmal so kommt, ist mir nicht klar gewesen. Ich weiß gar nicht, wo er ist gerade. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Irgendwie, die Kamera ließ sich so langsam drehen. Oh. Schauen, da hab ich ihn. So, diesmal ohne hier einmal Schaden zu nehmen. Dafür aber auch mit null Munition. Ich weiß, ich habe eben gesagt, dass die Kisten irgendwann wieder spawnen, aber das dauert Ewigkeiten. Vielleicht spawnen die ja irgendwann neu. Okay, einmal noch.
Siehst du, hier, die Kisten spawnen wieder. Und jetzt müssen wir noch wieder einen Lebensbalken abziehen. Oh Gott, diese Tornados und dieses Ranrasen ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich... Nein, was machst du? Ich hab mich doch gedreht. Oh, Jack. Das war nicht meine Schuld. Okay, ich muss mich mehr konzentrieren. Manchmal lässt sich die Kamera einfach nicht drehen. Ich hoffe, wir hängen jetzt hier nicht 30 Folgen lang fest. Und ich weiß, dass ich im Kampf wenig sage. Denn ich versuche das jetzt wirklich hinzubekommen. Deswegen bin ich ruhig. Das hier ist ziemlich einfach. Wenn du diese... Bomben wirft, das ist nicht schwer. So. Munition voll, Leben voll, aber irgendwie ist das hier nervig. Ich weiß auch nie wirklich, wie weit diese Tornados fliegen. Boah. Weiß nicht, wo er ist. Tot? Er ist tot! Die dunkle Macht, die ich dir gegeben habe, kann dich nicht ewig schützen. Ich habe dich erschaffen. Ich kann dich auch vernichten. Wir sehen uns bald wieder. Ja, was auch immer. Bye, bye. Endlich geschafft. Und eine Sache muss ich jetzt loswerden. Ich weiß, warum Praxis ist der Böse und was er uns alles angetan hat und dass wir ihn bekämpfen müssen. Aber ist jetzt nur eine Theorie und das sage ich jetzt nur für mich. Eigentlich, für mich scheint es, ist er gar nicht so böse, denn er versucht ja, die Stadt vor den Metallschädeln zu bewahren. Er versucht ja, die ganzen Bewohner vor den Metallschädeln zu beschützen. Vielleicht macht er das nur, damit er an der Macht bleibt. Das weiß ich nicht, aber es wirkt so, als würde er wirklich versuchen, die Stadt zu beschützen. Natürlich auch mit falschen Mitteln und Wegen, aber ist er wirklich jetzt so ein böser Kerl? Ich weiß es nicht. Nur ein Precursor Orb? Okay, dann wieder runter. So. Harter Kampf. War eigentlich nicht so schwer. Es ist nur manchmal blöd, dass man die Kamera so schlecht bewegen konnte. Okay. Zutritt gewährt. Wir kommen raus und wir haben nur noch eine Mission. Wir müssen zur Wahrsagerin. Und da, halt, wir düsen falsch. Ja, da düsen wir gleich mal hin. Am besten ohne Alarm. Dieses Gebiet ist Sperrzone. So.
wird mir hier zu riskant und zu langsam. Übrigens, in dieser Stadt kann man nur hier oben mit den Autos fahren. Hier gibt es keine Autos. Hier muss man alles zu Fuß erledigen, deswegen ist Alarm nicht so toll. Also wenn man hier Alarm hat, ist das nicht so schön. Hier kannst du nämlich nicht einfach abhauen, hier musst du das wirklich alles zu Fuß machen. So. Ich hätte jetzt gerne das Board, um hier ein bisschen rumzudüsen. Ach, übrigens, ich habe mich doch geirrt. Es regnet ja hier. Ich habe ja vor einer Weile gesagt, dass ich das toll finde, dass es Wetterwechsel gibt, aber glaube ich kein Regen. Ich habe mich geirrt. Es regnet doch hier im Spiel. Finde ich sehr cool, muss ich ja sagen. Cool, guck dir all das tote Zeug an. Au, fass die Sachen nochmal an, du Ratte und ich. Boah, hack dir deine Finger ab. Ich bin Packer. Ja, ja, ich weiß. Meine Mutter war sehr rachsüchtig. Ich bin Onins Sprecher. Onin heißt euch willkommen, bla 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 bla. Der übliche langweilige Begrüßungskram. Sie sagt, es ist schön, dich wiederzusehen, Jack. Aber ich habe sie vorher noch nie gesehen. Vorher, nachher, ist doch alles das Gleiche. Oh, oh, kann ich mal? Sie will ein Jackauknochen. Eine Jackaublase. Nein, nein, jetzt hab ich's. Seit vielen Monaten wartet sie auf ein Fruchteis? Ein Juweliergeschäft. Oh, oh, ich weiß. Haarknoten. Haare auf den Zähnen. Eine behaarte Brust. Fast. Aber falsch. Onin sagt, ihr sucht Antworten. Oh, zum Grabmal von Mahar. Sag schon, was müssen wir wissen? Sie redet und redet von mystischen Energiekanälen, bösen Flüchen, idiotisches Zeug. Vergesst all das, ich fasse das mal schnell zusammen. Ihr stört nämlich gerade meinen Mittagsschlaf. Onin möchte, dass ihr 3 Artefakte aus dem Bergtempel der Precursor holt. Nicht 2, nicht 4, 3. Benutzt das Warptor auf der Nordwestseite der Stadt und bringt uns die 3 Gegenstände. Dann bringen wir mal die 3 Gegenstände. Hi. Gut, das müssen wir jetzt leider zu Fuß machen, denn, wie gesagt, es gibt ja kein Auto. Hahaha. Pass auf, ich geh jetzt einfach mal hoch. Auf, ich weiß gar nicht, wie ich das hier nennen soll. Was macht er da? Warum tut er das? Ich bin das nicht. Das hat er gerade allein gemacht. Wo hält er sich mit den Händen überhaupt fest? Da ist nichts. Noch nichts entdeckt. So, diese Autobahnbrücke. Da gehen wir jetzt einmal rüber. Ist nicht wirklich eine Brücke und ist auch nicht wirklich eine Autobahn. Es ist jetzt trotzdem eine Autobahnbrücke. Und glaub mir, man kommt mit dem Auto nicht hier rüber. Ich habe es 1000 Mal schon versucht. Früher als Kind. Ich habe es nie geschafft, darüber zu kommen. Da ist eine unsichtbare Alpha-Wand für die Autos. Das geht einfach nicht. Wenn das irgendjemand mal hinbekommen hat, Respekt, würde ich gerne sehen. Würde mich überraschen aber, wenn das jemand hinbekommen hat. So. Aber hier kann man mit dem Autos fliegen. Hier geht das. Lass mich bitte durch, ich habe Vorfahrt. Ach, ich fliege einfach unten. So. Hoch. Noch einmal hoch. So, jetzt sind wir auch schon fast da. Ja, riesige Pflanzen. Entschuldigung. Ups. Naja, so leicht gehen die hier leider nicht kaputt. Aber das will ich noch mitnehmen. Nein, verdammt. Ich dachte, ich schaffe es da noch hoch. Gut, dann eben zu Fuß. Und wieder mal raus aus der Stadt. Wir haben üblicherweise wenig in der Stadt. Kurzer Sprachfehler eben. Wir sind eher meistens außerhalb der Stadt. Gut, ist logisch, da muss man eben Sachen erledigen, aber trotzdem. Gut, außer für Crew, da sind wir öfters in der Stadt, um Sachen zu sammeln. Und das ist nicht so toll, nein. Gut, einmal hier oben ist da Munition. Na, Gott sei Dank.
Obwohl es doch voll ist. Gut, da geht's lang und hier geht's nicht lang.